Warte. Drei, zwei, du musst das klacken hören. Ja, rein klack, okay? Drei, zwei, eins, go. Okay, check the power. This is 116, jawohl. Cool. Und bisher noch jede Supercharge leer. Das ändert sich bald. Ich muss pinkeln. Ich muss Pipi machen. Hier. Aha. David! Hat er gehört? Again? Hundertneunzehn kW, Junge! Der hatte gerade 119 kW! The supercharger just came along with 119 kilowatts. Das ist super. Was Leder? 118. Top. Das ist es nicht mehr. Also 119. 119, jawohl. Hammerhart. Hammer. 119 Kilowatts, still going. Ich habe einen estimated charge für hier von Badu. Hier, da habe ich 19 Minuten 04, habe ich estimated. Es geht viel schneller. Ja. Ich muss mal nur bis auf 54 hoch. Das ist krank. Ja, wir bleiben dran, solange der schneller alt ist als 112. 119. 580 Kilometer pro Stunde, Junge. 581. Yeah, baby. Woohoo. 119 Kilowatt. And going. 119 Kilowatts. Das ist jeder Supercharger mehr. Guck mal da, 119 jetzt. 584 Kilometer pro Stunde Leistung. Super. Normalerweise müssten wir hier losfahren mit genau 54-55% Akku. Ich habe gerechnet, dass wir hier normalerweise stehen müssten 20 Minuten. Wir haben jetzt 43, wir müssen wahrscheinlich, hier wären wir dann jetzt in 9 Minuten draußen. Dann wären wir aber wieder auf normal. Ja? Wir bleiben aber so lange, wie wir über 112 sind. Okay? Aber wir könnten hier theoretisch, dadurch, dass wir effizienter geladen haben bei den anderen, könnten wir jetzt hier statt in 20 Minuten schon in 9 Minuten abhauen. Ja.
haben wir schon 11 Minuten rausgedoktert. Verstehst du? Ja, ja. 119. Sogar hält er. Jetzt gerade wieder 118. Hammer. Super. Hier ist noch ein Waschanlager. Ist eine? Ja. Hier bei dem Esso. Roberto, wir müssen schon ein bisschen was machen. Die Kiste sieht aus wie die letzte Dreckschleuder, ey. Ich denke, wenn wir in Norwegen aus sind, sieht er wieder so aus. Ja, ja. Ja, stimmt. Wir lassen es in Deutschland waschen. So kurz bevor wir nach Schlecksingen kommen. Da muss er sauber sein. Findest du? Sieht gut aus, ne? Sieht auch gut aus. Ja, David? Dann waschen wir ihn nicht mehr, okay? Dann ziehen wir ihn so durch, oder? Hat auch ein bisschen was Schönes, ne? Still going. 118 Kilowatts. Hey, das ist super mit diesen Videos. Da kann uns keiner ans Bein pinkeln. Ja, super. 6 minutes and 6 seconds. Leute, wir haben noch nicht mal mehr eine Stunde geladen, ne? Noch nicht mal mehr. Hey, Leute. Leder. Nicht mehr im Auto. Ach so. Ah ja, stimmt. Kann man nicht im Auto essen, ne? Kann er weg. Das ist nicht so ein Ding. Ein bisschen hart, aber jetzt schon. Dies ist ein bisschen alter. Unglaublich, Junge. Unglaublich. Wir müssen bei 54 Metern gerichtet, wir lassen es aber. Solange der 118 lädt. Ja, das ist. Ja, nachher haben wir wahrscheinlich keine Supercharger mehr im Süden, die so schnell laden, dann haben wir jetzt die Zeit schon gut gemacht, weißt du? Ja. Und je länger unsere Ladestints sind, desto geringer fällt die Bootzeit ins Gewicht, weißt du? Dann hat er 35 Sekunden Bootzeit, der Supercharger, bis er auf Vollspannung ist. Ja. Am Auto. Da geht es ran, ja, super. Fährt einmal hoch super. Auf 10 kW und wieder runter und dann fährt auf 100 kW. Je länger unsere Stints sind, desto weniger fällt diese Bootzeit ins Gewicht. Mhm. Fragen wir mal hier. 50% bei 118 kW. Die anderen haben mit 100 kW Durchschnitt geladen. Wir sind jetzt gerade 18% drüber. Ich meine, okay, wenn du jetzt überlegst, die halbe Minute bei einer Ladezeit von 10 Minuten sind 5% Verlust. Ja? Das heißt, wir würden bei 118 mit 5% Verlust. Bei 118 mit 5% Verlust wären wir immer noch 112, 111. Das ist immer noch ein Traum. Wir ziehen die um 11, nicht um 1, wir kämpfen nicht um 1, 2%. Wir fahren gerade 10% drüber. Weil die haben 100, ja? Mhm. Average. Aha. Das ist sick. Ja. Weil womit endet das bei 100%? Wo ist der dann drauf? Bei 100%, wie viel er dann noch lädt? 3 Kilowatt. Wirklich? Und bei 90? 90% lädt er 24, 25 Kilo. Boah, ist doch hart, ne? Mhm. Und dann deswegen 70, macht er 75? 70, dafür 60 kW. Wow. So, wirklich, 50. Das geht jetzt danach ziemlich schnell. Wow. Deswegen ist es ja so, dass diese Autos am besten, deswegen sind die großen Akkus ja deswegen so wichtig, weil du die ja nie, du wirst die nie voll fahren. Genau. So far into the game, 9 minutes loading time. We could go in 2 minutes, in 1 minute actually, but we still will remain here due to the high charging performance, which still is around 116 kilowatts. So this is now the time that we are making up because of our efficient charging on the last superchargers. That's why we are called Efficiency Tour. David, I will take the camera out. You have to catch this here.
This is the goodbye of the beautiful hills of Norway. A little bit. No, not yet. The ferry is still... Okay, was haben wir hier? 18 kW. Wir hätten reinladen müssen 34,19, aber die haben wir ja schon davor reingeladen. Wir sind gerade mit 16,5 Kilowatt Reserve in der Gegend rumgedonnert, ne? Ja, ja. Oh, jetzt geht's gleich runter hier. 116, 115, 116 haben wir noch. Eigentlich dann 54, 55 ist so die Grenze da, ne? Mhm. 55 Hertz. Jetzt fällt es ziemlich rapide. Ja. David, bist du prepared? Warte noch. Ja, ja, ich weiß, wir haben noch. Sogar der Griff wird warm, ne? Alles warm hier. Kabel auch. Das Kabel auch warm, ja. Ja, ja. Obwohl es so ein fettes Kabel ist. 13, 14, 13. Okay, du musst dir die Zeit merken, wann wir aufhören hier. 25 gleich und ich muss mir die Kilowattstunden merken. 20. 12, 13, 12, 13, 12. Raus jetzt. Was noch? 13, 12, 13, 12. Wenn er auf 21 springt, hören wir auf, okay? Wobei, ist egal. Ja, und 3, 2, 1. Push. 21 kW ist zugeladen. Unlock. Ja, wir haben nicht geladen. Gut. Irgendwas ist gerade, irgendwie hat er mich nicht rausgelassen. Okay. Was war gerade 18.25 Uhr, ne? 25, ja. Zeit 11. 28 Sekunden. Ja. 43 Hundertstel. Ja. Will ich ausmachen? Kamera. Ja.